noch in letzter Sekunde reingekommen. Und in die Tür schon so und wieder raus. Und so, paff. Wieder rein. Was hat er denn für eine Nase? Soll das tatsächlich ein Penis sein? Wo siehst du da einen Penis? Da unten, das sind die Eier und die Nase ist das Dengeling. Das sieht sehr gruselig aus, wenn er einen anschaut. Mit so einem Schmollmund und so. Kann mir jemand einen guten Nasenchirurgen empfehlen? Nasenoperationeur. Ich wollte sagen Nasenoperator. Ja, Spiel. Ich habe eine Strecke gewählt. Eine Strecke wurde ausgewählt. Okay, jetzt. Wir sind trotzdem in einem Team. Cool. Pinguin, yo. Alter, stehe ich unter Feuer. Wurde nicht meine Strecke gewählt? What? Ja, das ist deine. Hä? Aber ich habe den Babypark ausgewählt. Das ist der Babypark. Bin ich blind? Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich sah aus wie Ribbon Road. Deswegen war ich gerade voll irritiert so, okay. Das ist... Nein, die Ribbon Road. Hier, die Geschenkstraße. Ja, ich weiß schon, aber... Oh, Mann. Oh, ey, der einzigste Hurenpanzer schon wieder. Wieso treffen mich immer die einzigen Sachen, ey? Okay, okay, Roy. Okay, Roy. Okay. Du bist zwar ein Smash Brothers, aber du hast mir gerade eiskalt den Krieger erklärt, mein Freund. Nino, dann sag halt, du kannst nicht. Du hast Pflicht in dieser Community und du wirst gehasst. Und dann müsstest du sogar weinen. Wenn die dich mitnehmen. Da denkt sich der Vater auch so, Sohnemann, sei mal kein Mädchen. Aber ihr habt doch schon eins gewünscht und ich versuche so eins zu werden. Papi. Oh, Kuchenlage. Ich wollte gerade schon fragen, wer den roten Panzer so geschickt geworfen hat, aber die verfolgen ja. Spiel, gib mir irgendwas. Oh Mann, gib mir doch irgendein gutes Item und ich hatte doch einen scheiß Panzer. Was soll denn das? Boah, ja, den Gold. Setz den Goldpilz genau dann ein, wenn du gegen eine Hurenwand fährst, du dummer Idiot. Meinst du jetzt dich? Ja, ich meine mich, oh. Rio lernt Mario Kart spielen, ganz ehrlich. Boah, also, dann fangen wir. Auf 6. Ich fühle mich gerade richtig blöd. Genau. Genau, Nino, Dodo hat vollkommen recht. Lass dich einfach füttern. Ich stelle mir so vor, wie die Eltern mit den Tellern neben ihm hocken und ihm den Löffel anreichen. Marie würde das machen. Hey, hier kommt der Flieger. Mach die, okay, so vielleicht nicht. Mach den Flughafen auf. Brumm, 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 brumm. Bist du ein Idiot? Und einer für den Papa. Und einer für den Boden. Und noch einer für den Papa. Nicht für Papas Jacke. Ja, Dodo. Mama, Chips und Cola. Sofort. Sehr schön. Muss ich jetzt an die WoW South Park Folge denken? Mama! Ich muss auch grad dran denken! Mama! Schüssel! Schüssel! Left or when? Hell yeah, die! Muss ich einfach nur an den scheiß Wildschwein grinden. Für die Wochen? Keine Ahnung, die wollten irgendwie Level 80 werden, glaube ich. Und damit sie den einen Typen besiegen können. Und am Ende sterben eh alle bis auf 2. Das ist so unnötig. Wie sie dann am Ende ganz natürlich sagen, jo, wir sind jetzt hier Helden. Was machen wir jetzt? Leg mal deine Makros auf den und den Knopf. Vor allem, wir können das Schwert der 1000 Mal halt noch keinem Noob anvertrauen. Und er hält den scheiß USB-Stick einfach hoch wie hier total so Link-like. Das war so dumm, die Folge, aber irgendwie auch richtig witzig. Und der Typ, der dieser Ultraspieler war, da war der Inbegriff von einem Ur-Nerd. Ja, ja. Dick und überall Chips und Müll und so.
Da bist herrlich. Doch Armprothesen, weil er die Arme nicht mehr benutzen kann. Einfach nur herrlich. Dann kratzt er sich natürlich auch noch am Bauch. Und wenn sie dann anfangen zu kämpfen, dann legt er die Gamer-Pose ein. Erst voll gechillt immer, dann auf einmal voll serious business. Hier hat so die Cappy nach hinten gedreht. Ash Ketchum. Und schmeißt dann die Maus an den Bildschirm. Mother, catch you all! Los, Pikachu! Mhm. Ich find's auch nur scheiße. Ich find's trotzdem witzig. Vor allem auch Pikachu! Weil's eine Maus ist. Da könnte man den Denner irgendwie mehr nehmen. Ja, schon irgendwie. Was? Ich bin genau zwischen zwei Gängen runtergestürzt. Oh Mann. Ersten Absturz. Es läuft gerade überhaupt nicht. Ich bin Zehnter. Ich komme auch gerade gar nicht hinterher. Bin ich ja richtig bestürzt. Jetzt kriege ich die ganzen Scheißsterne, die ich im Babypark gebraucht hätte. Und jetzt bringen sie mir nichts, weil ich andauernd in derselben Kurve runterfalle. Schöner Scheiß. Wow. Und der Eponator ist behindert, um damit durch Kurven zu kommen. Der driftet viel zu früh ab. Weil er halt abdriftet und so. Dexter! Weil wir sind schon im Ziel. Kommt der 10 platziert, aber mal nachgerauscht. Hallo, ich bin auch da. Blau auf zweiten Platz vor The Win. Sorry, Nino. Boah. Das ist bitter. Ey, wieso habt ihr 88 Punkte? Weil Elko, Nino und N-Smash gut sind im Gegensatz zu uns. Die 88 gehört zu uns, ihr dummen Säcke. Mit uns wird gerade der Boden aufgewischt. Buchstäblich. Das war erst die zweite Runde. Wir kriegen trotzdem richtig dick auf die Nase. Hab ich so den Ohrwurm. Muss ich mich dazu äußern? Betretendes Schweigen. Mein Dad und sie machen echt Druck. Ach, Sis machen echt Druck. Ja, dann. Sag ihnen, dass du keinen Hunger hast. Du hast nur Durst. Ich gehe hier nicht weg. Vor allem, weil du nachher noch einen Pokémon-Kampf eventuell hast. Falls da nichts kommt, hänge ich meinen Stream einfach heute dran. Da müssen wir ja eigentlich bis 0 Uhr machen. Hä? Wieso? Bis 0 Uhr? Ja, damit du den nicht dranhängen kannst. Eigentlich ist es witzig. Meistens ist es, du spielst bis um 10, von 8 bis 10 und von 10 bis 12 oder 11 bis 1 bin ich dann noch dran. Weil ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, arbeitstechnisch oder ferienmäßig, je nachdem, wer von euch noch Schule ist. Weil hier in Sachsen-Anhalt ist jetzt Ferienzeit. Ja, Montag, mein Gott. Noch nicht? Was? Nächste Woche ist noch und dann wird halt. Hä? Ich komme voll mit Zeit durcheinander. Au. Ich war der Meinung, es sei nur noch die Woche. Ach, ja klar. Ja. Ich habe meinen Stern nicht benutzt. Ich Narr. Welch Narretei. Welch Stute hat mich geritten, dass ich das nicht benutzt habe, ich Depp. Wow, okay, wer war das? Wer hat den grauen... grauen Panzer? Was? Wer hat den blauen... Boah! Was? Hört mal auf damit! Macht weiter damit! Ich find's gut! ihr seid scheiße! Wisst ihr was, ich geh jetzt absichtlich auf meinen Teampartner los, weil ich ihn nicht mag. Na, scheiße können wir... Boah, willst du wissen, dass du mich nicht magst? Du hast mich noch nicht probiert. Boah, wie sich... Ich passe. Ich mag süße Sachen, du bist alles, aber nicht süß. Zu einem Mann zu sagen, er ist süß, das ist eine Beleidigung. Kommt drauf an. Wenn man sagt, die Geste dieses Mannes war süß, dann ist es okay. Aber wenn den Mann süß sind, ist es so ein... Der Stolz innerlich sagt dann so... Digga, die hat dir einen Korb gegeben. Ja, dein Stolz patscht dir dann so auf die Schulter und tröstet dich. Ich hasse dich. Cool. Warum schwul? Das bist du für einer.
Wieso? Wenn sie auf Männer steht, ist sie doch schwul, oder nicht? Ja. Du bist ja witzig. Ich weiß. Boah, Toadette, ey. Hätte mir fast ein Item Jawohl! Nein! 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 Snake! Stern, Kugelwilli, eine Feuerblume, noch ein Kugelwilli. Warum? Hasst ihr mich alle so sehr? Ihr wollt mich weinen sehen, oder? Ihr wollt mich ernsthaft weinen sehen. Sogar meine Teampartner greifen mich an. Was so ein Teamplay gehört, ihr Pappnasen? Die Blauen sind die Gegner, nicht ich, die anderen. Schön. Ich will mich gerade voll verarschen, wisst ihr das? Sogar meine Teampartner greifen mich an. What the fuck? Dodo ist schwul. Gay. Ho, gay. Ich höre einen Krankenwagen. Mhm. Dodo will mit Bewegungssteuerung fahren. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Also wenn ihr ihn weinen sehen wollt, kann ja nachher mal das mit dem Wii U Gamepad bei ihm anrufen. Da haben wir auch die Webcam. Dann könnt ihr mich mal sehen. Dann sitze ich hier und denke mir so, ich hasse euch alle. Genau, dann guckst du einfach mal böse in die Kamera. Da muss ich grinsen, weil ich mir vorstelle, wie doof ich aussehe, wenn ich böse gucke. Wir machen das nachher mal. Was? Nein. Doch. Oh. Gar nicht die Güte. Du hast nicht O gesagt. Warte, bis ich mir was angezogen habe. Bist du gerade nackt? Nein. Ich hab noch hier eine Dreiviertelhose an, aber es ist viel zu warm, ey. Hier drin steht die Luft. Das ist Wahnsinn. Kein Windhauch, kein gar nichts. Das ist. Wenn ich jetzt noch ein T-Shirt an hätte, würde ich wahrscheinlich während des Streams einfach umkippen, weil es zu viel ist. Ich habe ja zum Glück meinen Ventilator. Aber ja, es ist sehr windstill, das ist so eklig. Wop! Der Strecke bin ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gefahren, ey. Gito. Das ist cool, ich mag die Strecke. Weiß noch, als es nur Trailer zu Mario Kart 8 gab, da hat man durch diese Strecke halt spekuliert, welche so noch in dem Spiel vorkommen. Mhm. Waren ja einige coole jetzt im Endeffekt dabei. Mhm. Weil man ja, man konnte spekulieren, weil man da diese Schrifttafeln da hatte. Weil ja viele auch auf andere Strecken verweisen. Mhm. Ich kann meinen Teampartner nicht attackieren, das stinkt mir gerade voll. Die fahren alle vor mir. Ich kann niemanden anschießen, um Plätze gut zu machen. Habe ich schon wieder Plätzchen verstanden? Ja, wenn du mehr Kekse backen willst, finde ich das gut. Jetzt hört mal auf mit den verfickten roten Panzern! Was, das du? Nein. Du warst aber. Ich hatte einen Goldpilz, das war Pinguin, der Star Fox-Typ. Der ist im gegnerischen Team. Wollt ihr euch nicht irgendwie die Luft sprengen oder so mit ein paar Sprengdeppen? Wie wär's, ha? Bin nicht Kimari. Ich hab dir nur gesagt, setz das Feindes-Tag ein. Nicht, dass du ihn in die Luft sprengen sollst. Das wird aber auch noch so ein Running-Gag, ey. Irgendwas in die Luft fliegt. Ey, das ist ja Kimari. Was macht der denn hier? Er macht Bum-Bum. Er ist ein Dum-Dum und gibt Gum-Gum. Ich würde auch gern Gum-Gum geben, aber dazu muss ich ein bisschen flinker sein. Die immer nur wuhuhuhu macht. Juhuhu. Oh mein Gott, wieso ist der rote Panzer so ein Vollidiot und geht auf den falschen Teampartner los? Ja, den falschen Teampartner. Nee, wow. Absolut, du hast mich überholt. Was? Warum durfte er in Smash weiterfahren? Er wurde gerade weggerammt. Mann. Nee. Boah, sowas nervt mich. Doch, doch, der Rage kommt noch. Nö, ich schrei noch nicht. Ich werd nur laut.
Das reicht mir schon.